So, wie ihr schon sehen könnt, heute wieder Throne of Eldraine, aber dieses Mal ein Collector Booster. Ja, die Collector Booster fingen 2020 damit an. War doch 2020, oder? War das 2020 oder war das noch 2019? Made in the USA 2019. Ich dachte, das Set wäre 2020 rausgekommen. Was war denn das erste Set 2020? War das Theros? Na, manchmal muss ich mit Theros weitermachen. Naja, gucken wir uns dieses Collector Booster aus 2019 an. Ja. Collector Booster ist heute so ein Ding. Finde ich sehr strange. Curious Pair, 2x1/3. Für ein grünes Mana kriegt man Food Token, wenn man die auf Adventure schickt. So, sehr dunkel. Merfolk Secret Keeper. Ein Mana 0/4. Für ein blaues bringt man die obersten vier Karten eines Bibliotheks auf den Friedhof. Barge Inn. Ein rotes Mana Instant. Eine angreifende Kreatur kriegt plus 2 plus 2. Und jede angreifende Nicht-Mensch-Kreatur, so, Nicht-Human-Kreatur, kriegt Trample, bis man es so ist. Queen of Ice. Oh, die ist hübsch. 3 Mana 2/3, wenn sie mit der Kampfschaden zu. Ne, wenn sie einer Kreatur Schaden zufügt, wird die getappt und enttappt nicht. Und für 2 Mana könnt ihr das Ding auf Adventure schicken und eine Kreatur tappen und sie enttappt nicht. Okay, also bis zum Ende des Zuges. Also im nächsten Zug. Bake into a Pie. 4 Mana Instant, man zerstört eine Kreatur und kriegt einen Food. Auch sehr hübsch. Also ich finde den Vollsyndikat noch eine Nummer besser aus. Wildwood Tracker, 1 Mana 1/1. Wenn er angreift oder blockt, könnt ihr einer Nicht-Menschen-Kreatur plus 1 bis meines Zuges geben. Es ist einfach, ich habe das Set so geliebt, als das rauskam. Das ist halt schon. Deswegen ist es für mich so ein kleiner Flashback und Nostalgie. Ein rotes, ein schwarzes Equipment, der ausgerüstete Ritter kriegt. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 2 plus 2. Und die könnt ihr entweder an einen Ritter anlegen für 1 Mana oder einfach für 3 Mana an einen Nicht-Ritter. Turn into a Pumpkin. Wow. Wow, das Artwork. 4 Mana Instant, man bringt eine permanente Zug auf die Hand und zieht eine Karte. Wenn man mindestens 3 blaue Mana ausgegeben hat, um den Zauber zu casten, kriegt man einen Food Token. Glass Casket. Der Fuchs, oh mein Gott. 2 Mana Artefakt. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilt ihr eine Kreatur, mit der ein Gegner kontrolliert. Mana kosten 3 oder weniger. Solange der im Spiel ist, bleibt die Karte exiled. Und Lawfstruck Beast. Aha. 3 Mana 5/5 in diesem komischen neuen Artwork. Hatten wir schon mal. Ja, hier, der Merfolk war in dem anderen Artwork. Für ein grünes Mana kriegt ihr einen weißen Human-Spielstein. Und wenn ihr keine 1/1-Kreatur kontrolliert, kann der nicht angreifen. Okay. Dann Beanstalk Giant. 7 Mana. Stärke und Widerstandskraft gleich der Länder, die man kontrolliert. Für 3 Mal kann man also sein Deck nach einem Standardland durchsuchen, es getappt ins Spiel bringen und sein Deck mischen. Oh, bestimmt eine Commander-Karte. Aber es ist ein Anker. Aber eine hübsche Anker. Merfolk Secret Keeper. 1 Mana 0/4. Was? 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 Einfach dieselbe Karte. Einmal ein voll, einmal ein voll. Ja. Fairy Formation. 5 Mana 5/4 fliegend. Für 4 Mana kriegt man einen Fairy mit fliegend und zieht eine Karte. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Linden das Deed Feast Queen. 3 Mana 3/3 Wachsamkeit. Immer wenn eine weiße Kreatur, die ihr kontrolliert, angreift, kriegt ihr ein Leben. Und Clegg Bridge Troll. 5 Mana 8/8 Trample Eile. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt der Gegner 3 weiße Goats. Und zu Beginn des Combats von eurem Zug kann der Gegner irgendeine Kreatur opfern. Wenn ihr das tut, wird der getappt. Und ihr kriegt 3 Leben, dürft eine Karte ziehen. Das erinnert mich an diese Hunted. Hunted Horror, Hunted Homunculus oder wie die hießen. Auch eine sehr cooles Artwork, sehr coole Karte. Und dann haben wir einen Knight bzw. einen Foil Food. Gut, so viel dazu. Diesmal ein bisschen längeres Video, Anführungsstrichen längeres Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blessed. Ciao, ciao.